Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, alle guten Dinge sind drei. Es geht immer noch um das Proklamieren. Und heute geht es darum, dass wir die neue Welt herproklamieren. Es sind drei Teile. Wie gesagt, der erste Teil war, wo die Königskinder, die wahrhaft wiedergeborenen Königskinder, gegen das Böse proklamieren. Dann kam die Proklamation für Versöhnung, stellvertretend um Verzeihung bitten, die Versöhnung von Jesus Christus annehmen für die ganze Schöpfung, für die Tiere, für die Menschen, für die Erde. Und jetzt haben wir die Proklamation für die neue Erde. Wie das funktioniert, im Anhang seht ihr dann das Video, was wir aufgenommen haben, den Mitschnitt, wo die wahrhaft wiedergeborenen Königskinder für diese neue Welt proklamieren. Worum geht es dabei? Ich glaube, dass jeder von uns jetzt eine bestimmte Aufgabe hat. Und wenn er die noch nicht gefunden hat, dann wird es Zeit. Aber ich glaube, dass wir jetzt alle hier zusammenarbeiten dürfen, wo alles schon in Richtung Neue Welt geht. Wir sind in der Übergangsphase, wir sind in den Wehen, ja, darum ist das jetzt alles auch so schlimm. Wehen, das griechische Wort heißt Odin, das heißt auch Katastrophe. Das ist übersetzt, sind das die Bedrängnisse in der Bibel, der Endzeit, in denen wir mittendrin sind. Das ist halt nicht einmal eine schöne Zeit, aber wir dürfen schon uns gedanklich ausrichten auf das Neue. Das bringt uns auch gefühlsmäßig in eine ganz andere Ebene. Ja, ich will das Wort Schwingung nicht sagen, sonst wäre ich gleich wieder angeklagt. Sobald ich das Wort Energie oder Schwingung in den Mund nehme, ist man ja sowieso gleich esoterisch. Aber ich denke, dass wir wirklich jetzt alle zusammenhelfen sollen. Und die einen, die schicken halt die guten Gedanken. Ja, es ist ja positiv. Und alles, was positiv ist, bitte mich jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ich zeige schon immer sehr wohl auf den Unterschied zwischen entweder und oder. Aber ich denke, wenn wir jetzt das Gute machen, tun, denken, dann haben diese Wesen ja gar keine Anlaufstelle und keine Energie mehr. Das heißt, die verhungern ja. Ja? Das heißt, hier finden sie keine Batterien mehr an solchen Menschen. Das ist einmal gut. Ja? Und das ist so, wie Jesus die Geschichte gesagt hat zu den Jüngern, wie sie gesagt haben, Jesus, die treiben auch die Dämonen aus, aber sie folgen uns nicht. Und Jesus tadelt sie dann und sagt, lasst sie. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Ja? Und ich denke, dass alle diese neue Welt im Sinn haben, im Blick haben, eine Sehnsucht haben. Und die Aufgabe der wahrhaft wiedergeborenen Königskinder ist es, auszusprechen, mit unserem Mund etwas zu bekennen und das im Namen Jesu Christi, und zwar das, was da drinnen steht. Ja? Und das tun wir. Das tun wir. Ja? Und dadurch geschieht etwas, denn wir wissen, dass das Wort, was ausgesendet wurde von Gott, nicht leer zurückkehrt, sondern das tut, wozu es ausgesandt wurde. Ja? Und wir werden das jetzt zeigen, wie wir das machen, die Königskinder. Und zwar geht es darum, dass jeder sich damit einbringt, wie er sich die neue Welt vorstellt und das auch ausspricht im Namen Jesu Christi, damit es geschehen kann. Ja? Einfach, wie soll deine Welt, unsere Welt ausschauen? Und da haben wir versucht, alle Bereiche hineinzunehmen. Wir haben das aus dem Stegreif gemacht. Wir waren alle nicht vorbereitet, inklusive ich auch nicht. Das heißt, wir haben einfach den Heiligen Geist wirken lassen und haben dann das ausgesprochen, wie wir uns aus unserem Herzen heraus diese neue Welt vorstellen. Ja, wo es keine Hierarchie gibt, wo keiner über den anderen bestimmt, wo keine Machtspiele sind, wo keiner den anderen frisst, wo keiner Gewalt ausübt, wo die Systeme aufgebaut sind auf etwas Sinnvolles, auf etwas Lebenswertes, ja, diese Freiheit, diese Freiwilligkeit, diese Selbstbestimmung in allen Bereichen, Tierwelt, für die Erde, für die Natur. Wir haben alles versucht, hier hineinzupacken, ja. Und schau es dir an. Vielleicht hast du ja auch noch einige Gedanken, dass du das auch mit uns gemeinsam proklamieren kannst. Und ich wünsche dir dabei Gottes reichsten Segen. Ja, und ein großes Danke von der Renate, auch von uns allen, dass wir getragen sind,
Und dass wir trotz diesem Wahnsinn, der hier abgeht, ruhig sein dürfen, diesen tiefen Frieden erleben dürfen. Weil wir wissen, uns kann nichts passieren. Weil das ja alles so abläuft, wie du es gesagt hast. Und es wird weiter ablaufen und diese Welt geht jetzt zu Ende. Gott sei es gedankt, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn wir haben es alle satt. Wir haben es alle satt. Nicht nur wir, die Menschen auch. Ja, und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam eintreten und uns ausrichten. Und wir wissen, dass wir den Tag beschleunigen können durch unsere Gottesfurcht, das heißt durch unseren Gotteswandel, indem wir in der Heiligung sind, damit wir immer reiner und heiliger werden und sind und bleiben. Und auf der anderen Seite wollen wir das jetzt machen mit unseren Gebeten, mit unseren Bitten, mit unserer Proklamation, dass wir die neue Welt herbeirufen und uns vorstellen, wie der Kopf der Schlange hier rollt und wie wir ihm noch einen Schubs geben, damit er ganz weit von dieser Welt wegrollt. Danke, Herr Jesus Christus, so sei es und so ist es. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn ja, dann sagt es mir halt, dann tun wir es zum Schluss noch einfügen. So, und jetzt werden wir einfach durchstarten, so aus dem Stegreif, ohne viel Vorbereitung. Das ist sowieso das Ziel, dass wir da gar nicht viel uns überlegen, sondern einfach so richtig aus dem Herzen raussprechen. Ja? Nämlich, dass wir uns jetzt gemeinsam vorstellen, wie die Welt sein soll, wie die Welt sein soll, in der wir leben. Ja? Wie soll die Welt sein, deine Welt sein, in der wir leben? Und das werden wir jetzt einfach herbeirufen. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin da jetzt auch nicht so vorbereitet, aber ich habe den Gedanken gehabt und scheinbar ist der jetzt bestätigt worden, dass wir das gemeinsam machen. Und ja, wir werden da einfach jetzt losstarten. Wir werden, so wie wir diese Proklamationen gemacht haben, wo wir das Böse wegprogrammiert haben, so tun wir jetzt das Gute herprogrammieren. Natürlich alles im Namen Jesu Christi. Und ja, lasst euer Herz sprechen, wie euch die neue Welt vorstellt. Ja, ich beginne halt einmal und ja. Ja, im Namen Jesu Christi soll die Welt, die jetzt anbricht, so sein, dass Harmonie besteht zwischen allen Wesen, zwischen den Menschen untereinander, zwischen den Menschen und den Tieren, in der Tierwelt ein Verständnis, kein Gefressenwerden mehr, eine Achtung gegenüber allen göttlichen Lebewesen, ein ergänzender Menschen mit all ihren Talenten, wo sich jeder mit dem endlich einbringen kann, was er gerne tut, dass wir versorgt sind, dass es kein Geldsystem mehr gibt, sondern dass es andere Dinge geben wird, wo wir uns vielleicht austauschen werden mit Leistungen oder mit Dingen und Waren, dass jeder für sich einfach sein darf. Sein darf, so wie er wirklich ist, so wie er im Grunde geschaffen ist, dass sich keiner mehr verstellen braucht, dass wir diese Kindlichkeit, diese Freude, diese Leichtigkeit wieder leben dürfen, diese Lebendigkeit spüren dürfen, dass wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen, wo Geld herkommt, wo wir arbeiten müssen. Wir haben keinen Zeitdruck mehr, es gibt keine Uhr mehr, es gibt keine räumlichen Beschränkungen mehr. Wir werden mit unserem neuen Körper Planeten besuchen können, andere Wesen besuchen können. Uns wird nie fad sein. Wir werden gemeinsam singen, musizieren, dichten. Es wird keine Schulen mehr geben. Die Kinder werden gelehrt, wann sie wollen. Es gibt ja keine Zeit mehr und der Schulstoff wird von uns festgelegt, nämlich, dass es darum geht, diese Welt zu erhalten, zu bebauen, zu lieben, die Schöpfung zu achten. Das wird unser neues Schulsystem sein und es gibt keine Hierarchien mehr. Es gibt niemand mehr, der über uns bestimmt, weil wir das nicht brauchen, weil wir alle in der Liebe drinnen sind im Namen Jesu Christi. Und wir werden uns gegenseitig ergänzen und wir müssen vielleicht gar nichts tun. Es reicht, dass wir anwesend sind. Durch unser Sein, durch unsere Gegenwart ist alles erhellt.
Wir werden mit Jesus Christus reden können, bei seinen Füßen sitzen. Wir werden ihm so viel zu erzählen haben. Wir werden bei Papa Mama sein. Wir werden, es wird einfach wunderbar sein im Namen Jesu Christi. Wir werden, ja, im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Juppa. Im Namen Jesu Christus, sei es, so ist es. Im Namen von Jesus Christus und im Namen von dem Heiligen Geist wird nun eine neue Welt entstehen. Eine Welt, in der sich die Menschen achten und liebevoll begegnen. Eine Welt, in der unsere Herzen so weit offen sind, dass kein Böses mehr Platz hat. Eine Welt, wo die Tiere geachtet werden und geliebt sind. Eine Welt, in der die Kinder aus sich heraus ganz genau erkennen, wann sie bereit sind zu lernen und was sie lernen möchten. Eine Welt, in der es einen freien Energieaustausch gibt. Jeder gibt das, was er kann. Seine Gaben gibt er da. Und in einer vollkommenen Harmonie. Und es ist eine Welt, in der wir ohne Worte miteinander kommunizieren. Wir kommunizieren über unseren Geist. Und der Geist ist bei Gott, unserem wahren Heiligen Geist. Und die Welt ist in Frieden und es wird eine Welt sein, in der immer ein angenehmes Klima herrscht. Wir werden so viel Früchte ernten können, wie wir nur wollen. Es ist immer alles da und es wird immer geteilt sein. Alles wird geteilt und wir tanzen, wir lachen, wir singen und wir sind in vollkommener Freude. Und ja, wir lieben einander und ehren einander. So wie Gott es tut. So sei es, so ist es im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi, Jesu Christi, Namen Jesu Christi, so sei es. Die neue Welt, wer möchte jetzt? Geht schon, Michael. Ja. Im Namen Jesu Christi, die Welt wird so sein, dass die Menschen sich einfach auf gleicher Augenhöhe begegnen und in der Liebe sind und die Herzen voll offen sind und Empathie herrscht und ein Mitgefühl und die Menschen helfen sich untereinander und die Tiere, die Menschen haben die Tiere nur in Obhut. Es werden keine Tiere mehr gegessen und auch untereinander gibt es bei den Tieren keine Kämpfe mehr. Sie werden nicht mehr aggressiv auf andere Tiere. Sie sind liebevoll untereinander und sie kämpfen nicht miteinander, sondern sie liegen beieinander. Das Schaf mit dem Löwen und der Tiger mit dem Hund oder einfach, es gibt da keine Kämpfe mehr und keine Rangkämpfe mehr. Es ist einfach alles liebevoll und friedlich und ja, so wie die Menschen, die gehen in die Eigenverantwortung und behandeln andere Menschen so, wie sie selbst behandelt werden wollen. Und es gibt keine Kämpfe mehr, keinen Neid, keinen Streit, keine Eifersucht mehr. Es ist alles in göttlicher Ordnung und im Vertrauen, dass alles da ist, die Fülle, die Freude. Es ist alles vorhanden, es gibt keinen Mangel mehr. Die Menschen, die teilen untereinander und ja, es ist einfach alles so aufgebaut, dass keiner mehr Mangel hat. Es gibt keinen Not mehr und es wird auch die Schöpfung nicht mehr ausgebeutet. Es ist einfach alles in einer Gemeinschaft mit Papa, Mama, mit den Menschen, Tieren, der Schöpfung. Es ist ein großes Miteinander und in Freude, in Liebe, in Dankbarkeit und ja, so ist es ausgerichtet. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen, Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es.
Im Namen Jesu Christi entzünde die Lichter der Liebe in den Herzen aller Menschen und verbinde sie in deinen Namen, in deine Gemeinschaft. Lass uns all die Tiere verstehen, lass uns die Umwelt verstehen, lass uns die Umwelt achten und ehren. Der Überfluss ist da, wir haben alle genug, die Empathie ist in den Herzen der Menschen. Das Miteinander wird vorgenommen, die Menschen verstehen einander, die Menschen sehen einander. Das Gefühl der Liebe des Heiligen Geistes senkt sich über diese Erde. Und wir werden sehen, dass die Farben bunter werden, dass das fröhlicher wird, dass die Kinder wieder Kinder sind, dass wir alle wieder Kinder sind, auch wir Erwachsenen. Und diese Freude und diese Liebe möge auf dieser Erde herrschen. Und wenn wir uns sehen, werden wir uns verstehen. Wir werden nicht mehr viel sprechen. Wir werden einfach von Herz zu Herz sprechen. Im Namen Jesu Christi, so sei es, so ist es. Im Namen Jesu Christi, so ist es. Ich möchte die Vision mitteilen, wie die neue Erde aussieht. All das Blut, das in den Schlachthöfen vergossen wurde, das Kanäle gefüllt hat mit leidvollem Blut, all diese Bäche verwandeln sich in glasklares Wasser, in reine Flüsse, in denen Fische schwimmen, Enten und alle Tiere, die Kinder drinnen baden, wir drinnen schwimmen, Freude haben wir an diesem reinen, glasklaren Wasser. All dieses schmerzvolle Blut, dieses leidige Blut, ist jetzt weg, ist gelöscht, ist getilgt. Es wird glasklar und es wird so voller Liebe, so voller Freude, so ein Glanz entstehen. Und niemand wird jemals noch daran denken, was dieses Wasser zuvor gewesen ist, welch Leid in diesem Wasser drinnen gewesen ist. Es wird die reine Liebe sein, der reine Glanz wird über die Erde fließen und all, auch das Glyphosat, was in den Boden gespritzt wurde, die Kleinstlebewesen verseucht hat, dieses reine Wasser, was verwandelt wurde, schwemmt alles weg. Das Wasser wird alles tragen und es wird vom Heiligen Geist so angereichert, dass es brudelt und lacht. Wir werden das Lachen und die Freude in diesem Wasser spüren, in dem wir alle Kinder Gottes getauft wurden. Und dieses Wasser wird alle Menschen, die hier noch auf dieser Erde verweilen und leben, dieses Wasser wird alle Menschen taufen. Und so werden alle getauft im Namen Jesu Christi. Das ist meine Vision, die ich jetzt hinausgebe. Im Namen Jesu Christi, so sei es, so ist es. Im Namen von Jesus Christus, Sabanaze, du bitte. Im Namen Jesus Christus werden wir jetzt in voller Harmonie, Einklang mit den Tieren, mit der Natur, in Freude mit Jesus Christus. Wir werden ihn umarmen, küssen und voller Liebe. Es wird kein Finsternis mehr geben. Es wird nie wieder dunkel sein. Alles glänzt und ist schön. Und wir werden nie wieder alt oder krank. Das ist alles nämlich vorbei. Im Namen Jesus Christus wird es immer Sonnenschein. Im Namen von Jesus Christus, in meiner Welt, also so wie ich sie mir vorstelle, dass jede Nase den Duft riechen darf, der ihn glücklich macht. So glücklich, ja, wie der schönste Moment jemals sein könnte. Ja, einfach Jesus zu riechen, unsere wahren Eltern zu riechen, einfach, ja, dass die Natur, all die Bäume so sind, wie wir sie nie erleben durften, groß, riesig, umarmend, schützend für uns alle da sind, Früchte spendend, ja, einfach die Welt in einer Farbpracht zu erleben, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ja, dass einfach all unsere Sinne angesprochen sind. Ja, dass wir halt alle einfach wirklich in der Liebe leben dürfen, die eigentlich schon von Anfang an als Kind Gottes für uns gedacht war.
ein riesen Freudenplatz, wo wir alle miteinander, Tiere, Menschen, Pflanzen, miteinander spielen dürfen und ja, einfach glücklich sind. So stelle ich mir die Welt vor. Ja, von einer Blume zur anderen. Ja, einfach voller Freude, Liebe und ein tiefes Miteinander. So sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christus, so sei es und so ist es. Im Namen Jesus Christus wird die neue Welt heller, bunter, schöner, zärtlicher, lieblicher, wunderbarer sein, als es jetzt ist. Es wird eine neue Zeit sein, wo alles bunt ist. Es wird die Sonne immer strahlen. Sie ist dann immer da. Nicht nur in unseren Herzen, sondern auch immer am Himmel. Es wird warm sein. Es wird keine eisige Kälte mehr sein. Wir werden wieder paradiesische Zustände haben. Alle Bäume, alle Pflanzen, alle Blumen, die werden so riesig werden und wunderschön. Die Farben werden ganz anders, als wir jetzt sein. Wir werden durch die Natur barfuß laufen, uns freuen wie kleine Kinder, durch die Wiesen. Es wird der Löwe kommen, es wird die Giraffe kommen, es wird das Zebra kommen und wir werden uns alle umarmen. Es wird die Liebe Gottes überall versprüht sein. Wir werden nichts anderes mehr haben als die Liebe Gottes. Wir atmen nur mehr die Liebe Gottes ein. Wir werden Jesus vor uns haben. Und ich werde ihn fragen dürfen, alles, was mir im Herzen ist. Und er wird mir antworten. Und werde immer bei mir sein. Er wird mir immer dann alles sagen, dass ich ihn auch höre, wirklich höre. Und ich kann zum Papa. Und ich kann dorthin und dahin. Ich kann auf der Erde sein. Und ich kann auf einem anderen Planeten sein. Und ich kann wieder zu Papa. Wo immer ich auch möchte. Ich habe die freie Entscheidung. Das stelle ich mir vor in der neuen Welt. Danke. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christi. Unsere Welt ist voller Liebe. Voll dieser bedingungslosen, großen, aufrichtigen, ehrlichen, göttlichen Liebe, die gelebt wird, noch der gehandelt wird, wo Mensch, Tier, die ganze Schöpfung erfüllt ist von dieser Liebe und wo einfach Freude, Harmonie, Sonne, Licht, Wärme ist. Ja, so sei es, so ist es. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, so ist es. Im Namen von Jesus Christus ist die göttliche Ordnung wiederhergestellt. Die Natur, die Schöpfung ist geheilt. Die Menschen sind geheilt, ihre Herzen sind geheilt und frei und offen. Sie sind offen für Nächstenliebe, für Dankbarkeit, für Vergebung und Versöhnung, auch sich selbst gegenüber, für Leichtigkeit, für Lebensfreude. Ich stelle mir eine Welt vor, in der wir frei sind und reisen dürfen, wohin wir möchten, arbeiten dürfen, was wir möchten, Dinge herstellen können. Wir dürfen das lernen, was wir wollen. Wir dürfen uns die Lehrer und die Meister aussuchen, die uns etwas beibringen. Was Handwerkliches meine ich jetzt. Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Kinder. Die Kinder stehen unter unserem Schutz, in unserer Obhut. Sie sind
im Kreise der Familie und später, wenn sie größer sind, im Kreise der Freunde und anderer Erwachsenen. Sie werden nicht gezwungen, sie werden nicht den Familien so bald entrissen. Alles ist in Harmonie und in Liebe. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi werden den Tieren, vor allem den Kühen, die Milch, die ihnen genommen wurde, ihre Kälber, die ihnen geraubt wurden, die Milch für die Industrie wurde ihnen genommen. Dieser Schmerz, diesen Verlust, den diese Tiere durch die Gewinnung von Produkten, von Milchprodukten zu leiden haben müssen, genau dieses Leid wird umgewandelt in Liebe und in Freude, sodass alle dies spüren können, wie der Schmerz gewesen ist, dass man das alles wegnehmen kann, dass die Menschen spüren, wie wir die Tiere beraubt haben und dass der Mensch nie wieder in den Sinn kommt, durch eine Gaumenfreude Tiere in ein Leid zu ziehen, dass diese Gedanken nie wieder auftauchen können, dass jeder spüren kann, wie viel Leid in gewissen Produkten drinnen steckt. Im Namen Jesu Christi sollen die Menschen erkennen, wo das Elend steckt. Und keiner will das jemals wieder haben, nie wieder. Es ist weg von dieser Welt, für immer und für ewig. Es kommt nicht mehr zurück. Im Namen Jesu Christi, so sei es, so ist es. Im Namen Jesu Christi, so sei es, so ist es. Im Namen Jesu Christus, so wird es eine wunderschöne neue Welt sein, in dem keine Krankheit, alles nur in Gesundheit und in Freude geschieht. Die Menschen umarmen sich wieder. Sie feiern das Leben. Sie feiern, dass sie in dieser göttlichen, schönen, neuen Welt leben dürfen. Und sie feiern, dass sie frei sind und dass sie mit Jesus in Verbindung kommen und dass wir alle miteinander Freude haben und Lebenskraft wiederfinden und dass wir in Freiheit und das machen dürfen können, was uns was für uns bestimmt ist, dass wir in Liebe leben, in Freude, dass es Menschen sich erkennen, wie wunderbar diese neue Welt sein darf und kann. Im Namen Jesu Christus, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christus, so sei es. Im Namen Jesu Christus lehre ich noch einmal den Geist der Erkenntnis, der Liebe jetzt in dieser Endzeit aus, dass alle Menschen erreicht werden, dass sie erkennen, wie unendlich geliebt sie sind vom Gott und dass sie in der neuen Erde so leben dürfen, wie er sie gedacht und geschaffen hat. So sei es, so ist es. Im Namen Jesu Christus, so sei es, so ist es. Im Namen Jesu Christus, es gibt keinen Unterschied mehr. Der eine ist besser, der andere ist schlechter. Es gibt überhaupt kein Bewerten mehr und so in der Richtung. Die Menschen, die haben ihre Stärken und es ist ein Kind der Lehrer für die Erwachsenen und ein Kind kann so vieles
zeigen und weiß einfach schon alles. So einem Kind braucht man nichts mehr beizubringen. Da ist alles schon da und vorhanden. Und die haben auch, die Kinder, die haben einfach so vieles in sich und die brauchen nur das Leben zu dürfen. Also es wird kein Kind mehr eingeschränkt oder irgendwie verurteilt oder irgendwie schlecht gemacht oder irgendwie maßgeregelt oder irgendwie misshandelt oder missbraucht oder wie immer. Es ist alles in göttlicher Liebe. Im Namen Jesu Christus, so sei es und so ist es. Im Namen Jesus Christus, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christus möchte ich, dass in Hinkunft die Menschen ihre wahre Schönheit erkennen, dass sie keine Labor mehr, dass wir keine Labors mehr benötigen, um an Tieren etwas zu testen. Die Tiere sind frei. Wir brauchen das nicht mehr. Wir sehen in der Natur die Schönheit. Wir sehen in all unserem Sein unsere Schönheit. Und allein durch das Ausstrahlen einer göttlichen Seele wird ein Mensch schön. So sei es, so ist es. Im Namen von Jesus Christus, sei es, so ist es. Im Namen von Jesus Christus gehe ich in meine neue Welt, auf wunderschönen Wiesen, in der warmen Sonne und treffe liebe Menschen, die wie ich auch einfach nur sein möchten. Wir möchten einfach sein in der Liebe von Mama und Papa, in der Liebe vom Heiligen Geist, in der Liebe Jesus Christus. Wir möchten miteinander etwas erschaffen, etwas aufbauen. Jeder soll sein Haus, seine Wärme dort finden. Jeder soll sich das aufbauen, was er möchte, was für ihn bestimmt ist und auch einen Beruf wählen, wo er und wo sie einfach sein darf, was auch immer jemand möchte. Die Tiere fressen nicht mehr untereinander. Wir Menschen essen keine Tiere. Es wird alles friedlich und harmonisch, voller göttlicher Energie und Liebe sein. So sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesus Christus werden alle Menschen die Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Und das Tun und die Verantwortung geschieht nur mehr aus reinem Herzen, so wie Gott es für uns gedacht hat. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen und dadurch handeln, so handeln, wie wir es schon immer tun hätten sollen oder können. Und es wird eine irrsinnige Freude da sein und miteinander. Es ist schon so viel Schönes gesagt worden. Und es wird die Zeit da sein für die ganzen Sachen. Es wird die Zeit, unendlich viel Zeit sein für alles, was man gern tut. Man muss nicht mehr arbeiten gehen, damit man was zum Essen hat. Es wird alles in Fülle da sein. Und ja, im Namen Jesus Christus, so sei es und so ist es. Im Namen von Jesus Christus, die Liebe zwischen zwei Menschen wird sich so zeigen, wie es im Hohelied der Liebe beschrieben ist. Diese innige, diese reine Liebe wird sich so zeigen, wie es gedacht war von Gott. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen von Jesus Christus, in der neuen Welt stelle ich mir einfach die schönste Musik vor. Dass wenn wir Musik hören wollen, ich hoffe doch auch, dass wir auch den Makarios, glaube ich, heißt der Walzer hören, ja, dass wir die Musik hören, ja, die uns alle in die Lüfte erheben lässt und einfach freudig tanzen lässt, das wünsche ich mir. So sei es und so ist es. Im Namen Jesus Christus, sei es und so ist es. Ja, wir werden Zeit haben,
im Namen Jesu Christi unendliche Zeit, das zu tun, wozu wir jetzt keine Zeit haben, und das zu tun, was wir gerne möchten. Wir werden am sprudelnden Bach sitzen, uns werden keine Gänsen segieren. Es wird ein wunderbares Klima sein. Wir brauchen die Bäume nicht mehr zu fällen, damit wir einheizen, weil das Klima gleichmäßig und warm ist. Das heißt, der Wald kann wieder aufatmen, die Schöpfung kann wieder aufatmen. Wir werden die Fenster, wenn wir noch in Häusern sind, den ganzen Tag offen haben. Wir brauchen keine Türen zu versperren, weil es niemand gibt, der uns was wegnimmt. Es wird einfach himmlisch sein. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesus Christus, all das Schöne, was jetzt gesagt wurde, soll sich hundertfach verstärken und jetzt Wirklichkeit werden. Jetzt, im Namen Jesus Christus. So sei es, so ist es. Im Namen Jesus Christus, so sei es und so ist es. Beim Pflanzen wird es keine Probleme mehr geben mit Unkraut. Das gibt es nicht mehr. Dornen und Disteln gibt es nicht mehr. Dieser ganze Fluch ist weg von dieser Erde. Alles gedeiht und ja, wie wir schon gehört haben, wir werden von der Natur leben und das ganze Jahr über. Wir werden exotische Früchte auch bei uns haben, weil sich das Klima verändert hat. Wir werden alles genießen können in Hülle und in Fülle. So wie wie das Land, in dem Milch und Honig fließt, wird in unserem Land, auf unserem Planeten, alles fließen, reines Wasser, die reinsten, gesündesten Früchte, die unsere Gesundheit aufrechterhalten. Es gibt keine Krankheit, keinen Tod, kein Leid, keinen Schmerz, nichts mehr. Es gibt nur mehr Heil und Schönes. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi, so sei es. Namen Jesu Christus. Der Mann wird nicht mehr über die Frau bestimmen und auch die Frau wird bei der Geburt keine Schmerzen mehr haben und keine Probleme haben überhaupt in der Schwangerschaft und das Kind, das wird einfach ganz liebevoll eingehüllt, in der Familie eingebettet und die Familie, die rückt immer mehr zusammen. Sie sind wieder mehr füreinander da und keiner braucht mehr zu sorgen im Außen, dass genug da ist. Es ist einfach ein liebevolles Miteinander mit dem Kind und jeder hat wieder Zeit für sich. Es gibt keine Ablenkungen mehr und jeder ist auf das Wesentliche bedacht, was dem anderen gut tut und auch sich selbst. Es ist einfach wirklich eine Harmonie da und mit Papa, Mama und dem Heiligen Geist eine spezielle Einheit und ein Miteinander einfach. So sei es und so ist es im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesus Christus werden wir in der neuen Welt ganz viel Spaß haben und ganz viel Freude. Und das wird so überherrschen, dass einfach, ja, das ist jetzt nur vielleicht unvorstellbar, aber es wird so viel gelacht werden und so viel getanzt und gesungen. Und die Menschen, ja, sind einfach sanftmütig und liebevoll zueinander. Im Namen Jesus Christus. Man sieht, wie sich unsere Gesichter alle verwandelt haben. Es hat jeder ein Lächeln auf dem. Ja, ich möchte mit einem Gebet noch abschließen.
Also lieber Papa, Mama im Himmel, erhöre uns um Jesu Christi willen, dass all das jetzt schnell von dir vollzogen wird. Wir sind deine Kinder und wir wissen, dass du uns lieb hast und wir wissen, dass du einem, wir wissen, du sagst selbst, dass wir Menschen, die wir eigentlich böse sind, unseren Kindern keinen Wunsch ausschlagen, der vernünftig halt ist. Und umso mehr dürfen wir wissen, dass unsere Wünsche, die mit deinem Willen übereinstimmen, und das ist jetzt all diese Aussprüche über die neue Welt, so dürfen wir wissen, dass du uns erhörst, weil wir deine Kinder sind und weil du uns unendlich lieb hast. Danke, dass das jetzt alles in Erfüllung gehen darf. Danke. Danke, im Namen Jesu Christi. So sei es und so ist es. Und dann wir jetzt nur mal positiv proklamieren, oder? Oh, wir lassen das zukommen. Wir lassen es uns einfach führen. Wer weiß, was wir das nächste Mal machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, ich meine jetzt auch bei uns daheim, dass wir nur mal positiv dann. Wie sie wollen, jedem frei. Sollen wir beides nur machen, oder? Es ist jeder, wie wir es reinkriegt. Ja, vielleicht sind manche noch, die einen Schwerpunkt haben, für den sie proklamieren dürfen, der sich noch auflösen darf hier in dieser Welt. Die anderen lasst euch führen. Das ist diese Verschiedenartigkeit, die wir haben. Wir haben keine Vorgaben. Wir sind jeder so individuell und genau so dürfen wir als Kinder Gottes leben und agieren. Wir haben keine, was uns was gut ist. Also ich glaube, jetzt ist die Zeit fürs Positive. Ja. Darf ich noch kurz was sagen? Ich hätte nämlich heute proklamiert, dass diese manipulierte DNA, die wir haben, dass das alles, dass das alles rückgängig gemacht wird, dass eben diese ganzen Manipulationen in unsere DNA aufgehoben würden. Mhm. Das wollte ich jetzt nur sagen. Mhm. Ach, das ist so wunderbar. Im Namen Jesu Christi, so sei es und so ist es. Im Namen Jesu Christi. Also danke, das war heute wirklich einer der schönsten Tage. Wirklich ganz, ganz toll. Es ist schön, in jedes einzelne Gesicht zu gucken, wie es jetzt ganz anders ausschaut. Und das tut nach so langer Zeit wirklich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ein Vorgeschmack fürs Paradies, glaube ich, haben wir jetzt gehabt, gell? Ja, also, glaube ich, so schaffen wir es sowieso erstmal nicht. Ja. Wir brauchen ein bisschen Anlaufzeit, ja. Also in der Pause da jetzt ganz zum Schluss, da war doch so eine Pause, ich habe sie dir vorgenommen, da war eine Sonne in meinem Herzen, es war wie eine Sonne, die sich mit euch alle verbindet, so eine Wärme. Schön. Ich habe das so empfunden. Das ist das, wir werden in Zukunft, das ist eh angesprochen worden und das ist auch für mich ein Wort, was ich jetzt immer wieder einbaue, diese Herz-zu-Herz-Verbindung, die haben wir untereinander, die ist so spürbar und wir können einander, das funktioniert, wir können einander die Liebe schicken, dass die bei demjenigen ankommt oder untereinander und das funktioniert mit den Tieren auch, also die mit Tieren arbeiten, speziell jetzt die Silvia und die Angelika, ihr werdet das wissen, dass da von Herz zu Herz bei euch ist schon da, weil sie ja ständig mit den Tieren zusammen seid. Und bei uns baut sich das auch auf. Und das ist das, was im Endeffekt, das ist diese Einheit. Es geht ja letztendlich um die Einheit. Und was wir angesprochen haben, da gibt es kein Besser und Schlechter. Da gibt es kein Oben, kein Unten, kein Innen, kein Außen, kein Mann, Frau, weil wir alle eins sind. Es geht um dieses Einssein, ja. Und das ist einfach, wie wir auch gesagt haben, wir können telepathisch uns verstehen, wir brauchen sie anschauen. Das ist so, wie wenn du mit einem Partner zusammen bist, du weißt genau, was der denkt, du weißt genau, was der jetzt sagen will, ja? Und das wird verstärkt sein, wir werden unsere geistigen Fähigkeiten, unser Hirn wird so aufgehen, dass wir das einmal benutzen können, das sind ja nur die winzigsten Teile, die wir jetzt nutzen, also wir werden ja Fähigkeiten haben, wir können das ja da gar noch nicht beschreiben, das wird ja Wahnsinn sein, Wahnsinn, ja, darum freuen wir uns, ja.